Timmy, ich glaube, wir sind ein gutes Team. Oh, und der Rabe da, will der auch ins Team? Und noch so ein Kind. Okay, das, das hilft mir jetzt irgendwie auch nichts. Ja, Rabe, du musst da mal ein bisschen weiter hacken, dann geht das vielleicht weg. Also dann bricht das... Nee, dann reißt dieses Seil, aber ich glaube nicht. Moment mal, hier ist kein Wasser, gut. Und hier komme ich nicht weiter. Oder vielmehr der Timmy. Der Timmy kommt da nicht weiter. So, aber hier hoch. Ja, genau, jetzt kann ich da hoch. Oh, das sind Baumhäuser und sowas. Ich will auch ein Baumhaus haben. So, da drauf. Okay. Ah, los. Wir kriegen das... Ja, wir kriegen das los. Okay, aber was mache ich jetzt damit? Ach, da kann ich ja da unten... der Timmy kann ja da unten hoch. Genau. Ja, okay. Alles klar. Nö. Ja, das andere Kind, das kann da leider nichts machen. Ja, also wie gesagt, na, es ist ein Horrorspiel. Und das ist es mit ganz einfachen Mitteln. Also ich finde es echt gut. Oh, Wasser? Nö. Oh, da liegt was. Ah, das ist Wasser. Timmy, kommst du da durch? Oh ja, also mitten ins Wasser rein. Aber nö, das ging ja noch. Ach nee, da liegt ja was drin. Oh, und da ist auch Wasser. Ja, ach Gott, ich weiß was. So. Oh nee, das geht unter. Aber nee, es hält noch. Ach scheiße, jetzt kommt da so ein Kind an, das ins Wasser fällt, das auch nicht schwimmen kann. Ah, dahinter, im Hintergrund ist noch ein... Oh, bloß weg hier. Ja, okay. Ach, ach Mann, ey, ist das fies. Das war auch gut. Ich meine, es ist gut gemacht, ja, aber es ist schon ganz schön fies. Da haben wir einen Stolperdraht und da steht wieder so ein Typ. Nee, 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 nee. Du schmeißt da einen Stein hin, dass der Klotz da oben runterfällt. Ich weiß es doch genau. Ich sehe es schon kommen. Aber wenn ich da runterspringe, ich komme da nicht weg. Dann reißt der Draht meinetwegen. Ja, aber wie soll ich das sonst machen? Ja, also... Ah, oh, oh, Moment. Er hat sich gebückt. Ja, er hat einen Stein geschmissen. Ja, und? Schmeiß doch nochmal. Schmeiß doch, schmeiß doch. Komm, heb einen Stein auf. Hm. Ja, nicht nur mit dem Kopf wackeln, du musst da schon irgendwas machen. Ich weiß nicht, was der vorhat. Nee, und so geschieht einfach nichts. Ich glaube, ich versuch's mal. Ich spring da runter und gleich wieder hoch. Aber wenn das Ding... Ja, vielleicht fällt's nicht runter. Vielleicht geht's ja nur ganz langsam runter. Nee, das wird nix. Der kratzt sich am Hintern und geht. Na toll. Ja gut, ich meine, was soll er auch sonst machen, ne? Ja, ich verstehe das ja. Ja, also das Ding hier muss jetzt irgendwie ausgelöst werden, aber ich weiß ja auch nicht wie. Ah, Moment. Jetzt hat er wieder einen Stein geworfen. Ja und? Moment mal, also ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Komm, wirf doch einen Stein und spring selbst rein oder wie auch immer. Oder wirf den Stein da runter in die Grube. Moment mal, wenn ich jetzt da... Wie kann ich denn den dazu veranlassen, nochmal einen Stein zu werfen? Kann ich vielleicht Steine aufheben? Nö, auch nicht. Der wirft einmal mit einem Stein... Hm.
Dann guckt er ab und an auf den Boden, hebt ein bisschen die Hand und macht nicht mehr. Tja, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ich sehe auch sonst irgendwie nichts. Ja, und rüberspringen möglichst weit und dann gleich auf der anderen Seite wieder hoch, das bringt auch nichts. Aber ich probier's mal aus. Also Timmy, tut mir leid, aber du musst jetzt nochmal ran, ne? Du bist ja nur eine Computerspielfigur. Nee, da ist einfach nichts zu machen. Da ist nichts zu machen. Also ich glaube, es hat was damit zu tun, dass er den Stein wirft. Denn das ist das Einzige, was sich da noch tut. So, Kollege. Vielleicht kann ich den Stein fangen und zurückwerfen. Okay, jetzt gehe ich wieder zurück. Ja, aber er will keinen Stein werfen. Ah, jetzt. Na und? Ja, fangen konnte ich den nicht. Oder vielleicht muss ich dazu springen oder sowas. Oder noch irgendwie weiter nach links, um da irgendwas zu holen. Also irgendwas muss doch da gehen. Ah, vielleicht... Aha, ich kann einen... Ah, und den kann ich da reinschmeißen. Ah, jetzt verstehe ich das. Oh Gott, ey. Oh Mann, ist das Spiel böse. Ja, komm, rutsch runter. Ach, Scheiße. Ja, toll. Moment, falsche Taste. Ja, so, und der andere Typ ist abgehauen. Kann man da drauf trampeln? Ja, man kann sie zertreten. Okay, da rutscht Timmy noch nicht. Da auch nicht. Aber da. Okay, nichts passiert. Oh, da ist... Da ist wieder ein Kind. Was da aber auch Kinder sind. Ja, und alle tot. Bis auf die... Ach so. Bis auf die, die nicht tot sind, genau. Ja, wusste doch nicht, was es macht. Es hat schon früher ausgelöst. Okay, dann muss ich wohl mal... Da, okay. Aha, und ich wette, dass es da jetzt gerade umgekehrt ist. Ich probiere es aus. Gut, jetzt habe ich es natürlich nicht wirklich getestet. Jetzt müsste ich noch die Gegenprobe machen, aber nö. Ich verzichte darauf. Und überall Kinder. Oh, das ist ja... Dann ist Timmy ja gleich tot. Moment mal, wie war das jetzt? Da auf die Dings drauf springen. Genau. Und da eben nicht. Ja. Oh. Okay, das hat Timmy ohnehin nichts mehr ausgemacht. Er war schon tot. Oder so ziemlich jedenfalls. Okay, aber ich weiß, wie ich das machen muss. Aber ich weiß, dass ich mir... Da muss ich jetzt drüber springen. Na, doch nicht. Also da muss ich drauf springen. Okay. Okay, so, und da drüber jetzt. Und da drüber. Okay. So, jetzt kommt ihr mal hinterher. Ah, der... Also der erste schafft es nicht rüber, der fällt wieder rein. Und die anderen beiden, die gehen dann da drauf. Jetzt muss ich mir nur merken, wie das geht. Da muss ich drauf springen. Okay, da drauf und da drüber. Okay. So. Ein bisschen warten. So, der erste schafft's nicht. Da. Oh, nee. Ich muss schneller sein. Okay, nochmal. Die sind total zerlaust. Also da drauf. Okay. Und bei denen drüber. Timmy, wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. So. Ach, ich kann ja einfach mal so laufen.
Okay, da drüber. Und da drauf. Und einmal weglaufen. Jawohl. Die wollen nicht mehr hoch. Aber dann krabbeln wir eben da drüber. Okay, die bleiben unten. Gut. Okay. Drei weniger. Und die Spinne sind wir auch los. Die ist so tot, wie sie tot dann nicht sein kann. Aber vielleicht kommt ja noch eine. Okay, da haben wir eine Leiter. Aber da schwimmt doch was im Wasser, oder? Nö. Aha. Also mir irgendwie gefällt mir das gar nicht. Das mit diesen Sägeblättern da. Okay. Und da ist eine Kiste da links, habe ich gesehen. Ah nee, das ist ein Wagen. Ja, so einen haben wir ja auch schon gesehen. Okay. Tja, und was mache ich jetzt damit? Ah, der geht nur bis dahin. Ja, okay. Das ist auch gut. Da ist... Moment mal. Da ist ein Seil noch. Aha. Die Dinger, die werden hochgezogen irgendwie. Moment mal, ich will das mal ausprobieren. Da dran. Okay, das geht also ganz hoch, aber dann ist ja noch einer. Und dann geht es auch langsam wieder runter. Oh, das geht aber richtig langsam runter. Okay, dann habe ich ja genug Zeit, darüber zu kommen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, gut, aber dann ist ja noch einer. Wozu der Wagen jetzt sein soll, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Da kann ich nichts machen. Springen wir da. Ach. Naja. Und jetzt hoch, 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 ziemlich hoch. Ach, da geht das Vordere auf. Okay, runter da. Ja. Also es dauert schon eine Weile, bis es runtergeht, aber ich muss das andere ja auch noch. Ah, jetzt weiß ich das. Das Seil, das hing ja vorhin da unten durch. An dem muss ich dann nochmal ziehen, dass ich genügend Zeit habe, das andere aufzumachen und rüberzukommen. Und dafür brauche ich den Wagen. Und damit ich an diesem Seil dann auch hoch kann. Moment, Timmy, die Leiter hoch. So. Ich glaube, das müsste so sein. Okay, dann eben erst dahin. Okay. Okay, ein bisschen weiter nach unten wieder. Nee. Das ist zu wenig. Da bin ich zu knapp. Ja, ich muss es einfach wirklich ganz genau schaffen. Oder soll ich mal den Wagen erst wegmachen? Ja, aber wozu wäre der denn da? Ah, vielleicht, wenn ich den hier habe. Ja, wir probieren es einfach mal. Timmy, so hoch da. Oder rollt der jetzt zurück? Ups, hoch hier. Hoch, hoch, hoch. Sehr gut. Okay. Nee. Nee, der Wagen muss dahin. Okay, dann weiß ich zumindest mal das hier. Ja, Timmy, ganz runter da. So, okay. Der Wagen dahin. Ich muss da vorne, also da oben, dann ganz knapp runterspringen. Nur dann scheint es zu gehen. So. Ich will das lieber nicht ausprobieren, damit es ein Sägeblättern. Okay, das ist ganz oben. Ja, schon zu spät. Kann ich vergessen. Okay, nochmal.
Aber das, glaube ich, ist ganz schön schwierig. Okay, jetzt nochmal. Los, schneller, Timmy, schneller! Ja, der Timmy hat es geschafft. Okay, das ist jetzt so hoch, wie es hoch geht. Ja, okay. Ah, das reicht nicht, das reicht nicht. Das reicht nicht. Okay. Aber auf jeden Fall geht's so. Ich muss das zweite Seil noch. Timmy muss das machen. Das muss ja Timmy machen, genau. Nicht ich. So. Aber Timmy, der kriegt das schon hin. So, okay. Der gute Timmy braucht eben ein paar Versuche. Jawohl. Na, nein. Ach, Timmy. So doch nicht. Also nochmal. Boah, was das für ein dumpfes Geräusch macht. Hört sich aber gut an. Also die Töne, die man da hört, die sind schon echt gut auch. Die sind ja auch relativ leicht. Ja, gut, relativ leicht zu machen. Also, bei älteren Computerspielen, da ist die Grafik einfach, naja, kann man mal sagen, verglichen mit heute einfach schlecht, weil es damals eben nicht besser ging. Ah, jetzt lasse ich wieder. Ach, Timmy. Du musst einfach nur dran hängen. Ja, ich bin ja schuld, ich bin ja der Steuermann. Aber, also da war die Grafik eben schlecht, weil die Rechnerleistung einfach nicht so gut war. Aber Audiosachen, die konnte man damals natürlich auch schon gut machen. Also damals, das in den 80ern oder 90ern auch. Also von noch früher will ich ja gar nicht sprechen. So. Und aber mit Audiosachen konnte man da eben schon richtig gut machen. So, einfach dranhängen. So, und jetzt nach oben. Sehr gut. Jetzt ist das wieder ganz oben, okay. So. Okay, jetzt aber. Schnell, schnell, schnell. Ja, wenn man wartet, bis die beiden gleich sind, bis die beiden ungefähr gleich sind, dann geht das wohl ganz gut. Okay, jetzt sind wir da durch.